So, wie versprochen, bin ich wieder zurück. Das Video lade ich dann gleich im Anschluss auch noch mit hoch. Das ist jetzt der general überholte Quickshot. Freue ich mich wirklich drauf, den im Einsatz jetzt zu testen. Der war nur am Joystick-Tester dran. Im Hintergrund läuft zwischenzeitlich der Ventilator. Ich hoffe, dass der da nicht stören wird, dass da nicht das Mikro hochdreht. Hier dann der MK2. So, stellen wir das mal hier hin. Huch, nicht umfallen, danke. So, da das Chameleon angeschlossen ist, startet es dann automatisch auch. So, gucken wir mal. Jetzt wollte ich eine Runde Dings spielen, Boulder Dash. Habe ich früher immer gerne gespielt. Ja, ich sehe, die Kamera versucht ein bisschen nachzujustieren. Ich sehe aber gerade, irgendwas stört im Hintergrund noch. Muss ich mal einen Rollladen runter machen? So, den Ventilator habe ich dann auch mal ausgestellt. Nicht, dass der dann doch mal hier reinspielt. So. Ach, das ist ja Joystick Port 2. Okay. Das typische Light müssen wir natürlich jetzt umstecken. So, wieder ausrichten. So, jetzt läuft er. Ist ein wenig hell. Komm, was passiert, wenn wir da näher rangehen? Ja, also irgendwie leuchtet der das ein bisschen zu krass aus. Da muss ich natürlich noch nacharbeiten, was das ist, was der da leuchtet, weil normalerweise ist es hier nicht so hell. So, und in diesem Versuch probieren wir jetzt mal alle Edelsteine mitzuholen. Und ich sehe schon, der Quickshot funktioniert perfekt. Also besser wie neu. Da habe ich mir auch viele Stunden Mühe gegönnt. Oh, oh, na, gut, dann nochmal neu. So, okay, jetzt aber mal richtig. Ihr seht auch, hier flimmert nicht so viel, also eigentlich gar nichts. Und das ist jetzt hier an einem modernen Flachbildschirm. Also das ist wirklich ein 1A-Erlebnis mit Scanlines in der Auflösung 640. Ja. So, was in dem Dreh. Also das ist schon richtig nice. So, jetzt ist das Tor schon auf, aber wir holen trotzdem noch alles mit. Na, fliegen die Steinchen runter und geschafft. Ich müsste halt jetzt nur noch rausfinden, was da hier so blöd reinleuchtet. Ja, hier kann man Pause drücken. Okay. Kann man hier irgendwas verändern? Aber ich glaube nicht. Wenn ich weiter weggehe, wie verhält sich denn dann das Bild? Dann leuchtet es auch so doof. Kann man wohl nicht allzu viel machen. Also, sollt ihr mal wieder. Gut. So, den Kumpel, gucken wir mal, ob wir den verarschen können. Muss ich jetzt mal eben schauen, dass wir da was starten können. Ja. Gucken wir mal.
Kommt der hoch? Das funktioniert leider nicht immer. Schade, dass da jetzt keine Edelsteine rausgekommen sind. So, halt, Kiste zurück. Mal wegschieben, den Kumpel. Weiter geht's. Oh nee, warte mal, da war ich ja schon. Ein klein wenig durcheinander. Jetzt müsste das Tor schon offen sein. Na, da ist nichts. Nehmen wir noch mit. Da ist nichts mehr. Und tschüss. Aber ich glaube, oh, ups, so Videos aufzunehmen ist nicht so prickelnd, weil da dann doch ein paar Bildstörungen reinkommen. So sieht es besser aus, muss man ganz ehrlich sagen. Hier bei dem Level muss man jetzt genau aufpassen, was man macht. Sonst baut man sich ein. Nur. Okay. Gut, dann habe ich jetzt hier halt ja nicht so schön. Ui. Okay, gut. Schauen wir mal, was wir noch so drauf haben. Na? Solle. Also das Spiel finde ich momentan auch immer also ziemlich lustig. Habe ich mir bei Protovision gekauft. Ich glaube, das war eine Aktion für 3 Euro sowas rum. Oh, die Datei ist kaputt. Ja, da sind einige Dateien drauf. Da habe ich mit dem Ultimate 2 Plus ein bisschen rumexperimentiert und habe versucht, Dateien auf eine echte Diskette zu schreiben. Und wenn du da die Laufwerksnummerierung vertauschst, schreibt er dann irgendwas auf, ja, auf das virtuelle Laufwerk und überschreibt dann quasi die Spiele und dann hast du dann halt so einen Fehler. Das ist Mist. Deswegen muss ich die ganzen Dinger nochmal neu anlegen und schauen. Wo habe ich denn Rambo? Hier, guck mal, ob Rambo funktioniert. Aber ich glaube, mit dem Joystick kannst du das vergessen. Da ist ja allein schon die Musik legendär, finde ich. Da kommen echt Erinnerungen hoch. Beste.
habe mir jetzt nochmal ein neueres Spiel bestellt. Werde ich euch gleich zeigen, wenn es da ist, und zwar auf Kassette. Dann wird dann die Datasette nochmal ein bisschen bemüht. Gucken, bin ich da nicht zufällig auch irgendwo drauf vom Speichern her. Ach nee, ich habe hier immer auf Diskette gespeichert gehabt. Hier muss man dann gleich seinen Namen eingeben. Ja, jetzt muss der Joystick hier mal zeigen, was er kann. Also jetzt ist hier, schnetzeln wir uns erstmal durch Vietnam durch. Also das war früher eins meiner Lieblingsgames, allein nur weil Rambo draufsteht. Den habe ich ja damals, glaube ich, schon mit 10 Jahren geguckt oder so. Hat zwar jetzt nicht so viel mit dem Film zu tun. Na gut, es soll halt jetzt Vietnam hier darstellen. Na. Nein, hat es mich gekrittet. Okay. Ja, irgendwie kannst du dann da noch die Waffen wechseln. Muss ich auch mal rausfinden, wie. Ich will mal die Anleitung besorgen. Ja, bin ich nicht weit gekommen. Okay, jetzt habe ich den Joystick getestet, habe euch ein bisschen gezeigt, wie man so lädt. Also Spiele lädt am MK2. Mal schauen, was ich mir noch einfallen lassen kann. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr gerne drunter schreiben. Und dann zeige ich das jetzt dann demnächst mal. Hier rennt man am besten immer mit Dauerfeuer rum. Wenn ich noch richtig weiß, kann man mit Granaten die Türme zerstören. Ah, jetzt mit Leertaste kann man die Dinger wechseln, glaube ich. Hier hat man dann die Messer, die man wirft. Ja, da brauche ich Granaten für. Haben sie mich ja schon wieder so oft getroffen. Kurz bevor wir einen befreien könnten. Na gut, ich übe mal noch ein bisschen und dann machen wir noch ein zweites Video. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt mal drunter. Also ich habe jetzt hier gerade wieder eine Menge Spaß, weil meine Joysticks hier super funktionieren. Das war wieder 2 Tage schöne Arbeit. Also macht's gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren C64 und bis demnächst.